Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sisi und heute möchte ich mit dir über das Thema reden, mit wie vielen Jahren sollte man mit dem Krafttraining anfangen. Los geht's. Schon als Kind wollte ich immer so ausschauen wie die starken Jungs im Fernsehen, wie zum Beispiel Jean-Claude Van Damme, wie Schwarzenegger. Und habe dann natürlich auch schon mit 8 Jahren angefangen, Liegestütze, Sit-Ups und so weiter zu machen. Und irgendwann so mit 14 oder so, war ich dann so weit und wollte mich im Fitnessstudio anmelden und habe dann von Bekannten und Freunden gehört, Fitnesstraining ist gefährlich für die Jugendlichen, Fitnesstraining schadet den Knochen, Fitnesstraining schadet dem Wachstum und dass das Krafttraining insgesamt gefährlich ist. Ich habe das natürlich auf die gehört und weiterhin noch zu Hause mit Gewichten und so trainiert, aber bin noch nicht im Fitnessstudio angemeldet. Und habe mich in der Zeit natürlich informiert und dann irgendwann rausgefunden, dass das Krafttraining gar nicht gefährlich ist, weil das Einzige, was Jugendlichen passieren kann im Fitnessstudio, ist, dass vielleicht mal Gewicht auf die Füße fällt. Aber das kann einem 10-Jährigen genauso passieren wie einem 20-Jährigen. Also das ist ein sehr schlechtes Argument. Dann, dass das Krafttraining dem Wachstum schadet, ist auch überhaupt nicht bewiesen. Es gibt Tendenzen, die zeigen, dass das Krafttraining Jugendlichen schadet, die Anabolika nehmen, aber das war ja gar nicht meine Ambition. Ich wollte einfach nur trainieren und das ist überhaupt nicht wahr. Und da gab es auch noch die Aussage, dass das Training mit Gewichten die Knochen schädigt. Und das ist überhaupt nicht der Fall, denn durch das Training mit Gewichten steigt die Knochendichte, wodurch die Knochen auch stärker werden. Da gab es auch eine Untersuchung an jungen Gewichthebern und bei allen wurde gezeigt und belegt, dass die Knochendichte höher war und die Knochen stärker waren, was, wie gesagt, die ganze Aussage einfach nichtig macht. Und da gab es auch noch eine Aussage, dass das Krafttraining die Entwicklung der Kinder, der Jugendlichen schadet. Und da kann ich leider nicht zustimmen. Ja, okay, was Ausdauer und Cardio angeht, ist natürlich Krafttraining nicht so effektiv wie zum Beispiel Fußballspielen. Aber was ist heute der Fall? Das Kind kommt nach Hause, setzt sich vor die Glotze und schaut den ganzen Tag fern oder zockt oder macht sonst was und geht kaum noch raus, spielt mit den Kindern. Und ist meiner Meinung nach nicht sehr optimal. Aber wenn das Kind jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte trainieren, möchte Krafttraining machen, dann was wäre dann wohl besser, ganz Tag vorm Fernseher zu sitzen oder vielleicht ein bisschen trainieren? Ich bin fürs Training. Das Video hast du wahrscheinlich angemacht, um rauszufinden, mit wie vielen Jahren du trainieren solltest. Und hier kann man jetzt keine pauschale Aussage treffen, denn jeder entwickelt sich unterschiedlich, vor allem jetzt im Alter zwischen 8 und 12. Da würde ich sagen, du musst halt darauf achten, ob deine Pubertät schon angefangen hat oder nicht. Wenn sie angefangen hat, dann solltest du anders trainieren als vor der Vollpubertät. Vor deiner Pubertät solltest du 1 bis 2 Mal die Woche trainieren, ca. eine halbe Stunde, 8 bis 10 unterschiedliche Übungen, Wiederholung zwischen 15 und 20 pro Übung machen. Und wenn deine Pubertät schon angefangen hat, dann solltest du 8 bis 10 Übungen auswählen, im Wiederholungsbereich von 6 bis 20 Wiederholungen, 2 bis 3 Mal die Woche. Oft wird empfohlen, wenn einem das Training zu leicht wird, erstmal das Gewicht zu erhöhen. Bei Jugendlichen und Kindern würde ich da ein bisschen anders vorgehen. Ich würde es die Wiederholungen erhöhen, dann die Sätze, also gleiche Übungen, wie oft sie durchgeführt wird. Und erst dann das Gewicht, erst am Schluss das Gewicht, um einfach den Körper ein bisschen zu schonen. Im Vordergrund des Trainings sollte stehen, dass die Bauch- und die Rückenmuskulatur gestärkt wird und erst dann alle anderen Muskeln. Aber sie, natürlich die anderen Muskeln nicht vernachlässigen, sondern die sind genauso wichtig. Dein Bizeps ist genauso wichtig wie deine Beinmuskulatur. Beim Training sollten auch keine Maximalkraftversuche durchgeführt werden. Also Maximalkraft bedeutet, dass du ein Gewicht, das du gewählt hast, in einer Übung maximal einmal bewegen kannst und dann lang die Kraft nicht mehr. Also zum Beispiel Bankdrücken hast du 100 Kilogramm und schaffst es nur einmal zu bewegen. Und du solltest aber in dem Fall mit 80% trainieren, also mit 80 Kilogramm. Wahrscheinlich sind die Zahlen ein bisschen zu hoch für euch, aber mit denen kann ich jetzt etwas leichter rechnen. Also man wählt ein Gewicht, mit dem man nicht Maximalkraftversuche macht. Da die Knochen und Knorpel und Sehnen und das zentrale Nervensystem einfach noch nicht ausgebildet genug sind und dadurch beschädigt werden können. Im Vordergrund bei Training als Jugendlicher oder Kind sollte wirklich die Technik stehen. Wenn man sie perfektioniert hat, kann man dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr Gewicht bewegen. Oft hört man auch, dass das Krafttraining mit eigenem Körpergewicht bei Jugendlichen und Kindern besser ist als mit Gewichten. Da kann ich leider nicht ganz zustimmen. Da das Problem ist, wenn du zum Beispiel Klimmzüge machen kannst, möchtest, wenn du zum Beispiel Klimmzüge machen möchtest und das nicht schaffst, dann kannst du zum Beispiel im Fitnessstudio gehen und die Übung Latzug ausführen. Und da kannst du das Gewicht einstellen und die Latzugübung ist die perfekte Vorbereitung für den ersten Klimmzug. Und
Wenn du die Übung perfektioniert hast, kannst du vielleicht auch schon den ersten Klimmzug dann machen. Aber wenn du sofort mit eigenem Körpergewicht versuchst, Klimmzüge zu machen, dann schaffst du es halt nicht. Und genauso ist es bei allen anderen Übungen. Wenn du mit deinem Körpergewicht trainieren möchtest und dein Körper noch nicht so weit ist, dann wirst du halt versagen. Und dafür geht auch die Motivation. Oder wenn du zum Beispiel übergewichtig bist und sagen wir mal 100 Kilogramm wiegst und versuchst dann Liegestütze zu machen, Klimmzüge zu machen und alle anderen Übungen, du wirst bei jeder Übung scheitern. Wo bleibt denn die Motivation? Ich hätte dann keine, ich könnte keine aufbringen. Also bin ich der Meinung, Krafttraining mit eigenem Körpergewicht macht Sinn, aber man muss halt auch darauf achten, ob man vielleicht manche Übungen durch Maschinenübungen oder Gewichtübungen ersetzen kann, um irgendwann mit eigenem Körpergewicht überhaupt trainieren zu können. Ich denke, ich habe so ziemlich jede Frage beantwortet, die man sich als Jugendlicher oder Kind stellt, bevor man anfängt zu trainieren. Was ich noch ergänzen möchte, ist, manche Fitnessstudios erlauben nicht Jugendlichen zu trainieren, nur unter Aufsicht der Eltern oder überhaupt nicht, erst ab 18 gibt es da auch welche. Und wenn das der Fall ist bei dir in der Umgebung, dann hol dir einfach freie Gewichte, also Kurzhanteln, so habe ich auch trainiert, eine Langhantel und trainier einfach damit erstmal zu Hause, vom Fernseher. Das macht dann auch Spaß, du kannst deine Lieblingsserie wie zum Beispiel, keine Ahnung, Pokémon oder was, das halt in das Bob der Baumeister schauen und dabei schön Muskeln aufbauen und wenn du dann das nötige Alter erreicht hast, dann auch im Fitnessstudio richtig durchzustarten. So, wenn dann doch noch eine Frage offen ist, die ich nicht beantwortet habe, dann schreib sie in die Kommentare, ich werde sie beantworten. Ansonsten lass mir einen Daumen nach oben, schau das nächste Mal wieder vorbei. Ciao, ciao. Been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in